Ey, die hat Quarantäne auch nicht gut getan. Digga, ich hatte 3 Wochen Zeit. Zum Glück ist morgen Sonntag, das sehe ich dir. Ja. Gussenstadt. Da ist es. Da wollen wir mal gucken, was hier so läuft. Im Hause Kaiser. Aha, Licht ist ja schon mal an. Man glaubt es kaum. Der Kaiser und der Heine. Komm mal auf jetzt. Zeig mal deine Hände. Zeig mal deine Hände. Na, ihr Muschis. Stopp, zeig mal deinen Tisch. Geh weg. Was? Ich hab keine positive Vibes mehr. Du Bazille. Lauft es auch, Hanna, oder? Ja. 1,50. Naja. Und er fährt mal wieder durch die Gegend hier. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Was? Warte, chill doch. Ich chill immer. Darfst du auch helfen? Ich betrachte es mal von da vorne, weißt du? Wir müssen die nachher eh nochmal sicher. Richtig vorstellen. Die Community hat die bestimmt schon vergessen. 2 Wochen, überleg mal. Surprise, surprise, the king is back. Der eine ist jetzt fester Mitarbeiter, der Krieg ist jetzt Praktikant. Ja, ich bin jetzt der Praktikant. Tag, Herr Kaiser. So, guten Tag, ne? Wieder back in game? Back in business. Ja, wieder Eingliederungsmaßnahme? Ja, locker. Ja, sicher. Er kommt drauf an, wie ich eingeladen werde. Ja. Mhm. Heine erklärt dir alles. Schon lange her. Mhm. Aber als alten Hasen verlangt man ja nichts. Was steht an? Mhm. Ja, was steht an? Wir haben jetzt den Reifen drauf gemacht, den zweiten, beziehungsweise den anderen. Und ja gut, hier liegt jetzt natürlich mega viel Schnee heute, aber weiß ich, die Tage, dann wollten wir eigentlich nochmal das Airride ausprobieren, beziehungsweise die Lenkung. Die Lenkung dann einfach mal im Funktionstest eigentlich auf dem Hof dann, ne? Aber Samstag soll es gut Wetter werden. Samstag aufs Wochenende soll es besser werden, ja. Ja, schauen wir mal. Dann machen wir die Blechgeschichte fertig. Ja, die Blech-Story steht noch an. Ja, die Konsole hat der Herr ja schon explizit. Nee, die ist ja fertig. Und ja, die Feuerschutzwand steht noch an. Genau, und dann ja, so Feinheiten hier halt noch, ne? Eins nach dem anderen. Gut. Ja. Ja. So, mach einen Strich. Warte. Du Stricher. Jetzt. Was? Ja. Conny, was geht? Mhm. Der Mann der stillen Worte. Herr Lancelot. Lancelot. Der Mann mit der Fliesenendleiste. Mhm. Sie kennen mich. Oha. Festklemmen, gutes. Alter. Man kann die Ohrhörer aufsetzen. Doch, beim nächsten Mal. Mhm. Ha? Beim nächsten Mal.
Edding. Edding. By me. Ich bin dicke Muttis, wenn man drin bist, geht's. Alter. Jetzt muss man die Jugendfreigabe ändern. Die ist sowieso schon raus. Soll ich vielleicht was heben? Nein. You know you won't. Mhm. You know you won't. Der obligatorische Zentimeter. Schmackofatz. Genau da. Und nur da. Was geht ab? Edding schon mal nicht. Sota. So, so mit O. Ey, die hat Quarantäne auch nicht gut getan. Digga, ich hatte 3 Wochen Zeit. Jetzt muss alles raus. Jetzt brauchen wir erstmal Platz für unsere Performance-Kantbank. Wir brauchen einen Meterstab. Meterstab. Mammonschnecke. Blunde Stück. Ja, auf jetzt. Das ist nicht witzig. Vielleicht könntest du es bei mir noch machen, aber ich hab's ja schon gemessen. Mhm. Ja. Do it yourself. Okay, Cabo. Gut. Stück für Stück. High-End-Performance-Schraubzwinger, ja? Sicher. Das PNKP steht für pur. Pure Genuss. Und zwar nicht P-U-R, sondern P-O-U-R. Ja. Man muss nehmen, was man hat. Jo. Oh. Geil, immerhin so, da ist gar kein was? Griff mehr dran. Hier ist immerhin schon ein Vierkantrohr dran. Mhm. Wir brauchen mehr Schraubzwingen. Ne, wir brauchen mehr Griffe. Eine brauchen wir noch. Mhm. Komm, bitte. Die eine? Die eine oder keine? Ach ja. Wenn wir so slow sind, dann... Dosen wir selbst. Komm, gib Gas. Ja, hat's nur noch ganz kleine. Ja, du kommst doch klar mit ganz kleine. Ah, du. In der Regel, weißt du. Jetzt aber in der gib Regel die Schraubzwinge her. In der Regel ist immer alles anders. Ja, ja. So. Gummihämmer. Gummi. Genau, nehmen wir mal der große. Nimmst du den größte, ja? Ich habe mal einen kleinen. Bis der jetzt kommt. Alter, wo ist der Gummihammer? Mhm. Drüber. Den hat bestimmt der Tommy wieder weg. Da. Der hat bestimmt Beine gekriegt. Wenn man halt keine ordentliche Kantbank zur Verfügung hat, in den Abmessungen mit Segmenten, dann muss man es anders machen. Oder? Not macht erfinderisch. Ja, geht immer. Irgendwie geht's immer. Ah. Mega nicht, oh Gott. Wie röhrig schon sagte. Tut das Not, dass das so laut sein muss? Ja. So. Und? Komm nicht. Passt erstmal. Schöne 91 Grad. Minimum. Ja. Vielleicht sogar 90,05. Das ist eh nicht ganz sauber, weil die Haube ist ja eigentlich, wenn man den Strich anguckt, die Haube ist ja ein bisschen, die hat ein bisschen Bauch. Gebogen. Aber ich kann nicht, ich kann keine Kurve biegen. Ja, passt. Und es geht ja nur darum, dass es hier oben nochmal Stabilität kriegt. Gut, lassen wir erstmal so. Gefinisht wird der ganze Käse sowieso dann, wenn es ans Lackieren geht. Da wird nochmal alles durchgeguckt, alles gerade gezogen, alles verschliffen, vielleicht die Wellen hier nochmal rausgedengelt und dann
dürfte das passen. Läuft. Gut. Jetzt ist das auch fertig. Mhm. Ja, die Leute denken, das haben wir erst dran gemacht, warum schneiden wir es wieder weg? Ich wollte gerade sagen, was geht denn hier jetzt ab? Ja, wir hatten eine kleine Divergenz. Wir machen nochmal alles neu. In der Flucht. Das gefällt uns alles nichts hier. Das ist alles für eine Art. Wenn man so. Ja, das ist. Das ist doch kacke hier. Dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Ja. Kranplätze müssen verdichtet sein. Lauf die Gurk. Jetzt ja. Ups. Und er. Die Gurk. Da muss ich immer an das scheiß Video denken. Es gibt nichts Schöneres, sich als morgens schön die Gurke drin ins Saft zu schieben. Du guckst so viel TikTok, mein Freund. Sollte es besser. Oder eine Zitrone, ne? Schweißomat. Das war mit Heine halt nicht so unterhaltsam, ne? Heine. Was macht der eigentlich? Nix. Der trinkt Radler. Radler ist kein Akku. Oh, Energie. Zündung. Stufe 9. Sportlich, mein Freund. Geht einiges. Für ein Zweier Blech. So, besser. Mhm. Was haben wir denn jetzt gemacht? Klär doch mal die. Das Problemverhalten noch mal auf. Genauestens zu beschreiben. Naja. In so einer schnellen Aktion war der einfach. Der ist einfach. Zu weit raus. Der war zu weit raus. Wenn man jetzt nachher ein Blech drüber macht, man sieht es vielleicht nicht, aber wenn das schön poliert ist, was es nachher soll, dann sieht man da so eine Welle. Das sieht einfach kacke aus. Jetzt haben wir das nochmal ein bisschen gekürzt. Jetzt haben wir schön Luft. Mhm. Passt. So, als nächstes haben wir hier nochmal. Also Thema Feuerschutzwand ist jetzt schon, keine Ahnung, gefühlt tausendmal angesprochen worden. Nächste Woche kommt auch tatsächlich das Blech, dann wird das hier fertig gemacht. So, um nochmal vielleicht euch abzuholen, eine Feuerschutzwand müssen wir verbauen und zwar zwischen Motor und Fahrerstand, weil Methanol brennt, wenn es, was weiß ich, uns ein Spritschlauch platzt oder irgendwas, heißer glühend, heißer Grümmer, Puff, Feuer. Wir haben zwar, der Fahrer, der Gris hat zwar feuerfeste Klamotten und Handschuhe und allen Schnickschnack an, aber es muss hier trotzdem eine komplette Trennung, entweder aus, ich glaube, 2 mm VA oder was? Oder doppelt. Oder doppelt bei Alu. Alu irgendwie doppelt, also 2 mm VA und zwar, also muss nicht, natürlich nicht luftdicht, das geht ja gar nicht, aber halt so, dass da keine größeren Öffnungen sind. Das heißt, wir müssen hier, Pedalerie kommt auch noch, die Bremsen treten wir auch bis hier raus. Also nicht ganz durch, aber zumindest lüften und so weiter. Aber die muss hier hoch. Das heißt, wir müssen hier eine Blechwand vorsetzen, um das quasi reglementtechnisch zu trennen. So, an die Blechwand kommt später aber auch unsere ganzen Messanschlüsse. Also der Multistecker für die Elektronik, unsere Sensorik für den Datalogger und so weiter. Weil der Fahrerstand wird dann nachher weggeklappt. Das heißt, die ist nicht nur da, um ich sag mal, das abzuschirmen, sondern ist auch für uns da, um unsere Schnittstellen anzubringen. So, und die muss halt eben hier hoch und das soll ja irgendwie auch vernünftig aussehen. Das heißt, wir passen uns jetzt diese Blechgeschichte hier nochmal sauber an. Das ist ja auch alles noch irgendwie im Rohzustand. Das heißt, jetzt zeichnen wir das hier an und gucken, ob wir eine Schablone kriegen. Brauchen wir erstmal Pappe. Let's do it. Cut it. You cut it? Yes. Nice and smooth. Wie, was, wo? Ah. Hier. Annäherungsversuch Nummer 1. Mhm. Ja, gerade ist es noch nicht, aber noch mal ein bisschen nachziehen.
Yes. Fünf Schuhe. Nee. Was? Nee. Wie nee? Arbeitest du heute auch was, oder? Nee, ich bin heute gekascht. Gekascht. Referent. Ja. Referent der Geschäftsleitung. Von der... Vom Audit. Heute mal überprüfen, ob das alles so läuft. Was machst du? Wir haben noch feine Korrekturen angesetzt. Nee, das hat ja noch nicht ganz so optisch gepasst. Und Markus hatte ja gestern hier schon die Kontur nachgesetzt, damit das einigermaßen vernünftig aussieht. Ja, jetzt hat er das hier noch gemacht, die andere Seite. Den Halter haben wir noch mal versetzt, aber ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten. Jetzt machen wir das wieder hin. Dann haben wir das soweit fertig. Und ja, eigentlich sollten wir das Blech dann haben. Das berühmte V2A-Blech. Für die Feuerschutzwand. Mal gucken, wann es kommt. Oder ob sich noch jemand auftut und eins vorbeibringt. Wer weiß. Ja, mal gucken. Zitter nicht, stell dir vor, habe ich gesagt. Ja, dann wollen wir mal eine Schablone machen fürs Dashboard. Ja. Hallo Lappen. Naja, auf jeden Fall, wir brauchen hier eine Pappe. Was macht man, wenn man keine Pappe hat? Wenn man keine Pappe hat, was macht man dann? Man nimmt sich einfach eine Pizzaschachtel. Ja, ich habe nichts anderes gefunden. Schon ein paar Krümel. Was war's da, Joni? Warte, Schinken, Käse, Pilz. Nice. So schlecht. Das ist so schlecht. Was? Das ist so schlecht. Warum? So schlecht, dass es schon wieder gut ist. Ja, ja, das berühmte Thema mit dem Platz, ne? Lass mal das Tellerrad weg. Aber wohin? Wohin? In der Not. Ui. Überall voll lagern. Alles, was Abstellfläche ist, kann man benutzen. Nee. Oder Heine? Das neue Quattro Stazioni. Vielleicht legst du die Kamera weg und hältst. Ja. Okay. Das wäre fabulös. Ich will das mal ausschneiden, oder? Nein, ich mach das. Machst du das, ja? Ja, du kannst dich wieder den sozialen Medien widmen. Gerne. Einer muss ja einen Überblick behalten. Es gibt bestimmt ein Sternchen in meinem Bastelheft. Mit Smiley. Gut, dass der lange immer Familienpizzas vernascht. Sonst wäre der Karton zu klein. Ja. Von so einer normalen Pizza wird ja kein normaler Mensch satt. Nee. Schmeckt auch die Pilze noch ein bisschen raus. Salami. So. Klar. Ja. Irgendwann machst du mal was. Nein. Was? Falsch schon mal zeichnet. Zu kurz. Mit. Ach, zwei Mal. Oh ja, das ist Belly. Richtiger Prügel hier. Richtiger Bello. Für Erwachsene. Zornig. Ich weiß nicht, ob das was wird. Wie machen wir das im kleinen Schlausch? Das ist schon da auch mal ein Strichsetzer, oder? Wir können mit den Strichsetzer. Ja. So.
war die Maske schon. Performance-Markierung. Ich mach jetzt so wild. Du druckst wie so Ochs. Wenn man das mal verifiziere. Laut Pizzakarton muss noch. Mhm. Italiener sagt ja. Italiener sagt. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Voilà, das ist eine Krise. Voilà, Krise. Gut, warte mal. Kurze Realität, ist verwischt. Oh ja. Oh, fein. Neues. Nice. Bruder, Kuss. Kuss geht raus. Noch ein bisschen. Mucke Segel. Ich denke, können wir mal ins Rennen gehen. Man kann nie genug Striche haben. Alter Stricher. Das war ja bloß ein bisschen eigentlich. Ja, lass mal. Warte. Ach, das hätte ich sonst besser machen. Ja, ich hätte mir das so gefallen. So, Arbeitsvorgang 08, was läuft? Hm. Feinschnitt. Feinschnitt. Naja, noch nicht. Was liegt dann? Ja, das muss jetzt da rein. Und zwar von innen. Okay. Jetzt brauchen wir halt mal grob eine Richtung. Jetzt haben wir uns das abgepaust. Jetzt gehen wir da 2 cm drauf, schneiden das mal grob mit der Flex zu. Mhm. Ja, ne? Und dann schauen wir mal. Alright. That's the plan. Er gönnt sich eine Mickey Maus. Mhm. Mickey the Maus. Und? Der Picasso, der Flex. Eigenlob stinkt. Es könnte. Ja, ja, ja. Es wird. Mhm, mhm. Ich hasse Arbeit, das ist ein richtiger Scheiß. Ich weiß nicht, wie man sowas geil finden kann. Das ist ein neues Wort, oder? Die Sprache der Kinder. Ja, ich wollte gerade sagen, hattest du deinen Junior heute schon beigebracht? Nee, der sagt immer noch, geh weg. Geh weg. Ja gut, okay. Ja, von nichts kommt nichts. Mhm. Gib wieder Jäger. Ich mach keine Sache. In den Comments. Ja, zu Recht. Oh. Ich liebe den Geruch von GFK. Klar. Hat die Patz mit Platten gemacht. Schön. Ein Dashboard-Pop. Ja, bitte. Ich möchte es aber im Video auch genauso sehen. Ein Close-Up. Mhm. Ich close die Clay ab. Ah, Digga. Geschichten aus dem Paulanergarten. Ja. Okay. So. Ja, ich denke, man kann es lassen erstmal. Gut, jetzt ist die Frage. Ja. Wie verbauen wir das drüber? Am besten. Wissen wir noch nicht. Müssen wir erst mal schauen. Jetzt gehen wir erst mal rüber. Passt das, oder? Das ja sicher, wolltest du mal 2 Schraubzwänge, oder? Wie sieht's aus? Ja? Holst du mal. Mhm.
Oh. Oder was? Oh, wow. Knall fest, die Scheiße. Da muss ich immer dann von Star Wars denken. Star Wars? Der Kleine. Wie heißt der? Der Jedi-Meister. Wie heißt der denn? Der Kleine. Lord Hähnchen. Der mit dem Ohr. Bruder. Ja, knall fest, die Scheiße. Ich muss immer links denken. Ja. Cool, ne? Knall diese Schlampe die ganze Nacht. Yeah. Knall diese Schlampe die ganze Nacht, knall sie die ganze Nacht. Knall diese Schlampe die ganze Nacht, knall sie die ganze Nacht. Yeah. Knall diese Schlampe. Ja, egal. Okay. Na, jetzt zensiert uns. Völlig cringe. YouTube. So. Edit, zeig mal. Hey. Dinge. Du bist der Master of Disaster. Und? Und? Ja, Sitz passt, Wackel in der Luft. Sieht eigentlich ganz gut aus, so jetzt für einen. Auf den ersten Blick. Jetzt müssen wir uns halt noch überlegen, wie wir es festmachen, ne? Ja. Oder ob wir was. Ne, unten bei den Schraubzwingen sind wir auf dem Fickernrohr. Ja, gut, hier, ja klar. Und oben. Aber die Frage ist halt hier, ne? Ob was. Beziehungsweise wie und wo man schrauben. Ja, aber wird schon. Sieht schon mal nicht verkehrt aus. Ja. Nee, so. Alter, der ist so fertig, der Typ. Junge, Junge. Ich hab zwei Hände zu wenig. Mhm. Boah. Das sagt der Freundin auch immer. Ich sage jetzt nichts. Da ist das Ding. Was geht da jetzt ab? Was machen wir es fest? Wir machen das Ding jetzt nicht unnagelfest. Ne, wir machen es jetzt fest. Unten drei Schrauben und dann oben zwei. Ja, und dann sollte das quasi unabhängig von der äußeren Haut, also vom Dashboard selber quasi befestigt sein. Gut. Ja. Alter. Wieso? Oh yeah, Baby. Fresse bitte, halt einfach die Fresse. Das geht hier ab. Ach Gott. Ich krieg einen Vogel heute. Ja, der Kai. Jetzt von Frequent durchschmeißen. Warum? Mit was hast du Sport? Mit Siebe? Nein, der ist weggerutscht. Ach so. Mach mal halt. Das finde ich schade, ja. Aber, wenn es Fünfer Gewinde im Arsch ist, was machen wir? Das war ein Sechser. Machen wir halt einen Sechser rein. Ja. Luft nach oben ist immer gut. Aber wenn das Ding mal ein Zehner Gewinde drin ist, dann haben wir ein Problem. Ja. Ja. Da kannst du auch einen Kran reinhängen. So. Jetzt aber. Gefühl. Ja, nice. Nice. Der passt nicht. Kurz ausloten. 90 Grad auch. Ne? Mhm. Kamera sagt gut. IO. IO. In Ordnung. QS geht schon. Ja. Freigabeprüfung erteilt. Wer braucht schon Öl? Ja, was sind das denn für Dinger? Ja, das sind die Stützen fürs Dashboard. Okay. Wir müssen das ja ordentlich fixieren. Ja, jetzt haben wir uns, die kommen quasi, wie sagt man, innerhalb der ganzen Hülle dran. Okay. Zeigst du mal. Zeig mal gleich. Machen wir fertig. Mach's mal fertig. Wir machen das jetzt fertig und dann. Wenn ich das jetzt versau, dann muss da ein Achtergewinde rein. Und da auch. Dann mach doch erst nochmal einen Sechser. Nein. Schneide, ja, du leckt mich. Ja, genau. Am Socken.
So viel zum Thema Geschichten aus dem Paulaner Garten, ne? Alter, ne, keine Werbung, bitte. Dafür gibt's kein Geld. Scheißegal. Naja, die können uns eine Kiste schicken. Das Paulaner Pulling Team. Mhm. Spezi Pulling Team. Spezi Solution. Man kennt ihn. Mit Heine war es irgendwie ein bisschen ruhiger, ne? Also, ja, muss man ja schon sagen. Ja, Heine, stiller Kollege heute. Heine, bester Mann. Mhm. Heine regelt. Ja. Ja, die Kommentare wurden ja schon laut. Man möchte gerne Heine Merchandise. Ja, mal gucken. Ja. So, jetzt. Mitkommen. Ja. So. Die Greta ist da vorne, jetzt unten fixiert. Jetzt muss das hier oben noch fix gemacht werden. Und die Idee ist jetzt, dass wir die quasi hier so dran braten. Wobei mir das noch nicht so ganz gefällt. Mal gucken. Das Ding ist ja, wir wollen ja eigentlich leicht bauen. Wir könnten jetzt auch ganz dünne Röhrchen nehmen, aber dann wird das irgendwie, das ist dann, man, da hängt schon einiges an Technik nachher auch drauf und da muss nicht durch die Weltgeschichte wackeln. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen jetzt ein Vierkantrohr. Ob das jetzt das Ende der Geschichte ist, das wissen wir auch noch nicht so genau. Aber, und wir wollen natürlich nicht alles zubauen da drin. Da muss natürlich Elektrik gelegt werden, Kabel und Schnickschnack. Deswegen, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, oder? Ja. Jetzt machen wir die mal dran. Und dann gucken wir weiter. Leg die Kamera weg. Fakt ist auf jeden Fall, deine Cabbie ist extrem sauber. Geil, ne? Frisch gewaschen. Ja, ich muss mir auch sagen, das ist mein geliebter Arbeitsteam. Pulli ist, sieht aus wie Sau. Mhm. Ist richtig. Es gibt bald Neues. Da gibt's bald Neues. Fertig. Jetzt ist es zu spät. Ui. Komm mal. Hm. So. Fertig oder was? So lassen wir es das schon. Okay. 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 Mhm. Ah, jetzt gut. Hier nochmal. So, sieht man das ja nochmal. Ja. Ja, schon mal. Ja. Nicht schön. Oben. Ich denke, es passt jetzt mal. Neues. Okay. So, und jetzt? Ja, jetzt wollen wir das. Jetzt würde ich noch gerne das Loch reinmachen für die Lenkstange. Also für die Lenkung. Ja. Und dann wäre immer noch der Plan, das Rad ist ja jetzt drauf, dann wäre immer noch der Plan, dass wir die Kiste, wenn es draußen mal ein bisschen besser ist, einfach mal gucken, ob die Lenkung so funktioniert. Dafür brauchen wir natürlich das Loch für die Lenkung. Aber das ist ja gleich gemacht. Ratzfatz. Wir bohren bisher ein tatsächlicher Meister. The Drill King. Drill Boy. Drill Boy. Mhm. Wie groß sind wir? Schieblehre. Bitte schön. Ich bedanke mich. Ach, bitte gerne. 22, da muss noch etwas weg. 22. Oh ja, ich glaube, die Stufe schneidet richtig gut. Das ist ja, das ist Endgegner. Genau, die Endgegnerstufe. Jetzt machen wir da eine Passung rein. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, warum ist da Folie drauf? Tja. Folie? Folie. Das ist ein Reststück Alu von dem Laminierversuch von den Kotflügeln. Ja. Da haben wir quasi die, wie sagt man da, innen zum Fahrerstand hin die Seiten. Die seitlichen
Blech ist es ja nicht, aber die Abschirmung anlaminiert. Wir haben uns quasi das Modell oder die Platte aus Aluminium gebaut, da dran genietet und dann ablaminiert und anlaminiert. Ab-anlaminiert. In einem Guss. Ja. So, jetzt probieren wir mal. Ich kriege seine 30er Löcher für das 6. Schraube. Ach, Alter, im Maul, Alter. Pump fitzt. So, die Hosen sind runter. Jetzt sieht man das auch besser hier. Oh, die sind nicht einmal schlecht, Bruder. Ui. Ein bisschen. Ah, oh, okay. Dafür, dass es ein Blindflug war. So, sieht das jetzt aus, ja. Ja? Feini. Gut. Picobello. Gefällt mir, ja. Saftig. Die Überlegung war. Na jetzt, im Prinzip geht jetzt die Diskussion los, weil das zum Beispiel dieses Racepack Dashboard. Das ist quasi Anzeige, Digitalanzeige für allen möglichen Quatsch, den man da drauflegen kann. Drehzahl, Abgastemperaturen, die man durchschalten kann, Drücke, Ladedrücke, Spritdrücke. Wir sind jetzt jahrelang mit einem Drehzahlmesser gefahren, mit einem analogen quasi. Jetzt ist halt die Diskussion, fährt man das auch oder nicht? Früher war der hier oben drauf auf dem Dashboard, also quasi so, dass man ihn gut sieht. Würde aber jetzt die Optik stören. So, das muss aber auch drauf, weil da sind halt quasi Kontrolllämpchen für Öldruck und so weiter. Das heißt, man muss es quasi sehen. Es ist halt die Frage, setzt man es hier hin, dann sieht man es übers Lenkrad. Setzt man es hier runter, dass man durchs Lenkrad sieht. Sieht aber ein bisschen kacke aus. Man müsste sich quasi hier nochmal eine Blende machen. Das gefällt uns eher weniger. Das nächste ist, wir haben immer zwei Öldruckmanometer für Motor und für Turbo. Die sollten eigentlich auch im Sichtbereich sein, sodass man eben immer mal mit dem Auge kontrollieren kann während dem Zug. Ist da alles in Ordnung? Und dann halt sämtliche Kippschalter und Druckknöpfe, die aber eigentlich nicht wichtig sind, sage ich mal, während der Action, sondern eher im Vorfeld. Ich meine, das ist halt wichtig, dass das sauber sitzt. Ja, das wird jetzt Diskussion geben. Also da wird bestimmt morgen oder so und das Zeugs mal zusammenkramen, mit dem Edding da drauf rumzeichnen und gucken und dann müssen wir uns da ein Layout überlegen und dann werden Löcher gebohrt. Digga, läuft! Mhm. Diese Stille. Die Stille der Heizer. Herrlich. Ja, so. Ja. Das sieht hier nach verdächtig Blech aus. Ja, was ist das Gute, wenn man gute Partner hat? Connections. Projektpartner, Connections. Nachdem die Lieferung sich anderweitig verzögert hat, um 2 Wochen, hat man gestern Abend noch Mann und Macht in Bewegung. Nein. Einmal anrufen, sagen hier, Firma Lettner. Unser Projektpartner, der auch schon die Lasergeschichten gemacht hat, habt ihr Blech da? Wir bräuchten ganz dringend was. Und die Jungs haben einfach alles. Deswegen, heute kam eine Blechtafel rein für unsere langen und viel beworbene Feuerschutzwand, 2 mm Edelstahl. Ja, Arbeit ist gesichert. Jetzt heißt es ablenken, anzeichnen, ausmessen, anzeichnen und dann nächste Woche abkanten. Und dann geht's weiter. Messen heißt Wissen. Mhm. Von Hand zu Fuß. Also es wird angerissen? Es wird angerissen. Okay. Und da wir keinen Tusche oder irgendwas Stift haben, machen wir das mit einem dicken Edding. Mhm. Mit dem Edding 800. Nein. Permanent Marker. In Blau. Wir wollen ja keine Werbung machen. In Blau. Fort Blau. Johannen Blau. Stimmt eigentlich. Johannen. Ach, egal. Egal, Ford ist auch blau. Ja, Ford. Genau. Und Ford, einen Zug zurück. Jetzt erstmal anreißen. Ja. Dann schlagen wir das Ding auf Länge, klinken mit der Flex den Rest aus. Und dann geht's nächste Woche auf die Kantbank. Gekantet. Abgekantet. Wichtig weggekantet. Ist weggeflext. Mhm. Okay.
Entzünde das UFO. Ja, wollen wir eine Abschlagung vornehmen? Ja, sicher. Abschlagszahlung. Ja, dann startet den Tornado. Ready to take off. Da geht einiges. 5 Bar brauchen wir. 4. 4. Besser 18. Mhm. Ich glaube, der hat seine Tabletten bei mir nicht gekriegt. Betriebsdruck erreicht. Einsatzbereit. Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Was? Nichts, alles gut. Man fragt sich jetzt natürlich, warum nimmt man nicht den Anschlag hier? Weil die Lampe, die meine Schnittkante abbildet, da kaputt ist und das Messer hier auf der Seite auch nicht mehr ganz so doll ist. Aha. Deswegen, man sollte mal Service machen an der Maschine. Ja, alles klar. Feini. Okay, let's go. Wer kennt es nicht? Zwei Idioten, ein Gedanke. Ja? Okay, let's go. Wir sind ja nicht auf der Kirmes. Wir sind ja nicht bei der Wohlfahrt. Mal effektives Nutzen hier. Da geht noch einiges. Aber ja, eben. Die schneidet noch 500 mm. Ja. So. So, und jetzt? Ja, die nach oben 90 Grad, die Flanken nach unten 90 Grad, dann haben wir einen Kasten. Das hier einmal runter, die Falz wieder hoch. Und dann die Lappen quasi. Genau, und dann müssen wir hier theoretisch ab der Kante kommt dann nachher dieser Radius dran, irgendwie so. Der muss dann rausgeschnitten werden. Ja, dann kommt der. Und das hier, was ja dann 90 Grad ist, das legen wir dann quasi so rum und verschweißen es. So der Plan. Genau. Entgraten und dann wird abgekantet. That's it. It's empty! Einmal mit Profis arbeiten. Heine, trink Akku. Lamm. Hast du Flex klar, oder? Sieht so aus, oder? Nice. Give it to me, Baby. Heiß, hä? Warm. Hallo, wird warm bei dir. Nimm bitte die Flex jetzt. Maschallah, einfach der Hüfte. Fazit. Wir haben doch wieder ein bisschen mehr Blech gemacht diese Woche als geplant. Das Dashboard wird jetzt langsam so, dass es sich füllt mit Armaturen auch. Das werden wir nächste Woche weitermachen. Was auch nächste Woche endlich gemacht wird, jetzt über mehrere Folgen angepriesen, ist die Feuerschutzwand. Die haben wir ja angezeichnet, vorbereitet fürs Kanten. Das wird nächste Woche fertig gemacht. Im Optimalfall sitzt sie dann auch hier fertig, geschweißt, angeschraubt. Für die Kupplungsglocke muss eine Aussparung gemacht werden. Genau, für den Datalogger muss, ja, wie sagt man da? Ja, da muss noch ein bisschen was angepasst werden. Kriegt wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Platz, als wir ihn jetzt vorhin gebohrt haben. Ja, Ölmanometer und so weiter, das muss dann alles noch einen Platz finden. Und dann steht ja immer noch das Thema mit der Lenkung aus. Das hat jetzt das Wetter irgendwie nicht zugelassen, aber das haben wir immer noch auf dem Zettel. Und dann soll eigentlich nächste Woche auch, oder zumindest in den nächsten Tagen, die Lader wieder draufkommen.
Genau, so viel zum Ausblick. Tech Corner haben wir noch einiges. Da kommt die nächsten Tage, Wochen noch mal ein bisschen was so rum. Aber später mehr. Man sieht sich nächste Woche. Gleiche Stelle, neue Welle. Das darf, so. Das darf man zur Zeit nicht sagen. Aber mit Wellen und so. Hm. Ja, die Stimmung ist positiv. Stay tuned. Ja. Achso, willst du uns Update für Heine machen? Oder? Ja, Heine. Ja, eine treue Seele. Wurde stark Woche. Vernachlässigt. Ja, Heine. Wir versuchen ihn seinen Fähigkeiten entsprechend einzusetzen. Ist nicht immer ganz einfach, aber vielleicht nächste Woche wieder. Schauen wir mal. Genau, jetzt ist erstmal Feierabend, Wochenende. Stay tuned.